Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Patch 3.8.2 steht in den Startlöchern und normalerweise sind diese Zwischenpatches nicht sonderlich interessant, da meistens nur ein bisschen die Stabilität verbessert wird, ein paar Bugs gefixt wird. Im Patch 3.8.2 ist das aber ein bisschen anders, denn hier erwarten uns mehrere lang ersehnte Features, die ich euch jetzt einmal kurz vorstellen werde. Erstes Highlight ist die Einführung der Long-Term Persistence. Darauf haben wir, denke ich mal, alle sehr, sehr lange gewartet, denn das bedeutet, wir verlieren nicht mehr nach jedem Patch all unsere Sachen. Es wird zwar immer noch bei jedem Patch einen Wipe geben, das heißt die Datenbank wird einmal komplett gelöscht, allerdings werden bestimmte Sachen wiederhergestellt, damit wir diese eben nicht verlieren. Dazu gehören unsere kompletten Alpha-UEC, die wir auf unserem Account haben, alle gekauften Ausrüstungsgegenstände wie Waffen, Rüstungen, Medipens etc., gekaufte Ausrüstung für unsere Schiffe, also alle Schiffswaffen, alle Schildgeneratoren oder Quantum etc., und auch alle gekauften Schiffe in-game. Das heißt, wenn wir uns ein Schiff in-game kaufen, verlieren wir das auch nicht mehr. Was allerdings nach jedem Wipe passiert ist, dass all eure Schiffe zurückgesetzt werden. Das heißt, alles, was ihr an den Schiffen angebaut habt, wird demontiert und die Schiffe werden in Standardauslieferung wieder bereitgestellt. Diese Items verliert ihr aber natürlich, wie gesagt, schon nicht, sondern die werden einfach in euer Paar zurückgelegt. Das bedeutet, nach jedem Wipe müsst ihr eure Schiffe wieder neu mit den Waffen etc. aus eurem Inventar bestücken. Genau das gleiche gilt natürlich auch für euren Charakter. Also nicht wundern, wenn erstmal alles weg ist, ihr habt alles im Inventar und müsst es dann nur wieder an eure Schiffe anbauen. Manchmal ist es aber sinnvoll, seinen Account komplett zu resetten. Besonders dann, wenn man irgendwie durch einen Bug so eingeschränkt ist, dass man nicht mehr spielen kann. Und diese Möglichkeit bietet uns CIG jetzt auch. Wir haben die Möglichkeit, alle 7 Tage unseren kompletten Account bzw. Charakter zu resetten. Dies können wir ganz einfach über die Webseite machen, indem wir oben auf Account, Account Settings und dann unten links auf Character Reset gehen. Ihr könnt diesen, wie gesagt, einmal die Woche ausführen und euer Character wird dabei komplett resettet und ihr könnt auch dann wieder eure neue Startlocation und so aussuchen und könnt euch ganz normal wieder einloggen, falls ihr irgendwie mal nicht mehr weiterkommt im Game. Ein großes Aufregerthema in letzter Zeit war Voice over IP. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist im letzten Patch jedes Mal, wenn ihr Star Citizen gestartet habt, automatisch eure Webcam angegangen und das Voice over IP hat sich aktiviert. Darüber haben sich einige Leute natürlich aufgeregt, weil das automatische Anschalten von Webcams etc. stößt bei vielen auf Unverständnis. Aber CIG hat natürlich gesagt, yo Leute, das ist keine Absicht gewesen, sondern leider ein Bug, dass Voice over IP standardmäßig an war. Das ist jetzt gefixt. Das heißt, Voice-over-IP ist standardmäßig ausgeschaltet und eure Webcam sollte sich jetzt ab sofort nicht mehr automatisch beim Start von Star Citizen aktivieren. Um das allerdings wirklich zu fixen, ist es ganz wichtig, dass ihr euren User-Ordner löschen müsst. Den findet ihr im Star Citizen Standardverzeichnis. Da sind die Einstellungen gespeichert, ob Voice-over-IP an oder aus ist. Machen wir weiter mit dem Bugfixes, denn endlich ist auch der Bad Lockout-Bug gefixt. Vielleicht habt ihr es einmal mitbekommen, wenn ihr euch in einem Bett ausgeloggt habt, konnte es passieren, dass euer Account komplett verbuggt und ihr euch nicht mehr im Spiel einloggen könnt, sondern nur noch einen endlosen Loading-Screen bekommt. Um diesen Bug zu fixen, haben wir als Entschädigung eine Freelancer bekommen. Mit dieser konnten wir dann praktisch Account wieder im Arena Commander fixen. Dieser Bug ist jetzt nicht mehr existent. Das bedeutet auch, die kostenlose Freelancer, die wir aktuell alle in unserem Account haben, wird entfernt werden. Des Weiteren wurden noch die Claim Jumper Missionen gefixt. Das war ja mal das große Thema, dass man hat die Mission angenommen, es sind mehrere Points aufgetaucht, aber natürlich keine Drohnen und auch keine Gegner. Das sollte jetzt auch gefixt sein, das heißt Claim Jumper Missionen solltet ihr in Zukunft wieder wie gewohnt ausführen können. Leider nicht gefixt wurde der Cry Astro Bug, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, denn ihr habt, wenn ihr, sobald ihr gelandet seid, nicht die Möglichkeit, euer Schiff aufzutanken oder aufzumunitionieren. Das sorgt bei vielen Spielern für Verwirrung, gerade bei neueren Spielern. Dieser Bug ist, wie gesagt, nicht gefixt. Es gibt aber immer noch das Workaround, was funktioniert. Und dieses ist folgendes. Ihr dürft, wenn ihr ein Landing Pad anfliegt und, wie gesagt, tanken oder aufmunitionieren wollt oder reparieren wollt, nicht landen. Ihr holt euch eine Landeerlaubnis bei der zuständigen Station, fliegt das Landing Pad an und hovert dann, naja, ein paar Meter über dem Landing Pad und
geht dann in euer MobiGlas und wählt die CryAstro Service App aus. Dann solltet ihr die Möglichkeit haben, die Services anzuklicken und auszuführen. Ganz wichtig ist allerdings noch, bitte wählt nicht alle vier Services gleichzeitig aus, sondern immer nur einen Service. Also das heißt, erst einmal reparieren, dann praktisch auf Apply drücken, auftanken, immer eins nach dem anderen. Und bitte bedenkt auch, dass Auftanken eine Weile dauert. Ja, also ihr könnt nicht auftanken, klicken, 2 Sekunden warten und weg. Ein Auftankvorgang kann je nach Schiff sogar mehrere Minuten dauern. Ja, den Auftankvorgang könnt ihr, wenn ihr F1 drückt, in der Star Map verfolgen. Da seht ihr dann, wie das Benzin langsam eingefüllt wird und eure Tankanzeige immer weiter höher steigt. Aber deswegen ein bisschen Geduld haben, wenn ihr die Services ausführt und immer einen nach dem anderen, dann sollte eigentlich alles funktionieren. Kommen wir nun zu den Schiffen. Die Cutlass Red hat nochmal ein bisschen eine Überarbeitung bekommen. Sie hat jetzt deutlich mehr Licht und das ganze Lightning wurde nochmal überarbeitet. Auch der Scheinwerfer obendrauf wurde nochmal überarbeitet, sodass er eine höhere Reichweite hat. Des Weiteren könnt ihr jetzt die Betten in der Cutlass Red auch als Binding setzen, also euch an dieses Bett binden, ohne euch hinlegen zu müssen. Das heißt, ihr könnt den Computer einfach bedienen und das zu eurem neuen Spawnpunkt machen, was recht praktisch ist. Kommen wir jetzt zum nächsten großen Highlight im Patch 3.8.2. Die Carrick ist Flight Ready. Sie ist endlich da. Das meist gefordertste Schiff in ganz Star Citizen. Alle konnten es nicht mehr aushalten. Die Foren waren voll mit Geep Carrick. Jetzt ist sie endlich da. Und wir können sie testen. Ich persönlich würde kein Video zu Carrick machen. Es gibt inzwischen so viele Videos auf YouTube mit Carrick-Touren. Schaut sie euch einfach an. Wenn ihr wollt, von mir wird dazu erstmal nichts weiterkommen. Ich gehe mal davon aus, dass die Carrick natürlich auch jetzt mit dem neuen Patch in den Flight Ready Sale gehen wird. Ich schätze mal, dass ihr für die Carrick ungefähr 600 € bezahlen müsst, wenn ihr jetzt nochmal eine ergattern wollt. Mir persönlich gefällt die Carrick sehr, sehr, sehr gut. CRG hat meiner Meinung nach einen guten Job gemacht. Es gibt noch so 2, 3 Sachen, die man verbessern könnte. Mal gucken, ob sie sich die Kritik noch zu Herzen nehmen. Aktuell gibt es noch eine Umfrage im Spectrum, wo ihr eure Meinung zu Carrick teilen könnt. Ich persönlich finde, sie ist ein sehr gelungenes Schiff und hat meine Erwartungen eigentlich gut getroffen, sage ich mal, weil ich persönlich auch schon sehr lange darauf warte. Könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu Carrick unten in die Kommentare schreiben. Gefällt euch das Schiff? Habt ihr mehr erwartet? Schreibt's in die Kommentare. Natürlich gab es noch viele weitere Bugfixes und Spielimprovements, aber die sind eigentlich an sich nicht wirklich erwähnenswert. Es handelt sich ja hierbei auch nur um einen kleinen Zwischenpatch und nicht um einen großen Quartalspatch, der wieder vollgeladen ist mit neuen Features. So, das war es jetzt auch zum neuen Patch 3.8.2. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Informationen vermittelt. Wenn ihr Fragen etc. habt, natürlich immer auch unten in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Da wird es dann wieder ein kleines Guide-Video geben, denke ich mal. Und wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit der Carrick. Bis denn. Ciao.